Hey Leute, willkommen zurück zu Subnautica. Ja, es ist schon längere Zeit her, seit ich das letzte Video davon gemacht habe. Und ja, leider habe ich seitdem nochmal aufgenommen, aber mein ganzer Fortschritt wurde nicht gespeichert. Und hier meine Vorratsboxen sind plötzlich alle leer, aus irgendeinem Grund. Darum stehen wir so ziemlich vor dem Nichts. Wie man sieht, ich bin auch schon am Verhungern. Also, tja. Am besten gucken wir erstmal nach was zu essen. Irgendwas. Vielleicht können wir uns einen Fisch fangen oder sowas. Auf jeden Fall, wir haben nichts mehr. Zerbricht den Kalkstein. Mit der Lampe, super. Wo sind denn wir hier essbare Sachen? Fischis. Essbare Fischis. Nichts. Was ist mit denen? Gekochtes Stielauge verfault. Okay. Wir werden jetzt gleich an Hunger sterben, denke ich. Na komm. Ja. Da ist es soweit. Eine kleine Verbesserung zum letzten Mal. Wir haben einen Strahlenschutzanzug. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den gemacht habe. Ist schon zu lange her. Aber ich denke mal, dann werden wir heutige Folge versuchen, an das Schiffswrack ranzukommen. Weil da konnten wir letztes Mal nicht hin wegen der radioaktiven Strahlung. Irgendwas zu essen, nichts. Oh, das Spiel mag mich nicht. Schnell irgendwas. Du, komm her. Oh. Gehen wir den mal schnell kochen. Ja, ich weiß. Danke. Komm. Oh, diese Steuerung. Schnell, koch mir einen Fisch. Na, der sieht doch lecker aus. Komm. Kurz vorm Nippeln, vom Abnippeln. Komm her, Fischis. Fischi, Fischi. Komm schon. Ach, warum treffe ich denn nicht? Ja, jetzt reicht es aber. Komm her. Es sollte in dem Spiel echt eine bessere Möglichkeit geben, um Fische zu fangen. Das ist doch ätzend. Oh, das ist was Großes. Oh. Da ist was. 30 Sekunden. Komm schon, dich kenne ich noch nicht. Eine Reihe Reifisch. Okay, ich schwimme mal wieder hoch. Ja. Emergency. Endlich ist es wieder Tag. Schlingpflanze.
Oh, noch ein Fisch. Komm hier. Ah, Leute. Komm her. Oxygen. Na komm schon. Kochen wir uns einen weiteren Fisch. Na. Einmal. Was ist das? Gepökelt? Ach so. Neuer Fisch, neues Pökeln. Nahrung. Ah, das kann man auch essen. Okay. Dann esse ich das mal. Okay. Der braucht noch Zeit. Okay. Aber jetzt sind wir wieder einigermaßen gut bei der Sache. Und ja, wir haben ja jetzt einen Strahlenanzug. Also mache ich mich mal auf den Weg Richtung Schiff und gucke, ob wir da was Nützliches finden können. Atommüllbehälter, okay. Neuer Bauplan verfügbar. Ah. Okay. Cool. Ein Gabelstapler. Was ist das? Ein Verkaufsautomat. Oh, heute lernen wir viele Sachen. Gravitationsfallenfragment. Oh, ich brauche Luft. Gesamtfortschritt 50%, 1 von 2. Okay, da müssen wir also noch eins finden. Ich habe mich schon gefragt, wie man in dem Spiel überhaupt weiterkommen soll. Am Anfang, man wird ja so ins Nichts geworfen. Abfalleimer. Abfalleimer brauchen wir unbedingt. Wer braucht das nicht? Wir wollen ja nicht hier den Ozean ständig zumüllen. Flüssigkeitsanalysator. Nicht funktionsfähig. Ja, nehmen wir doch trotzdem mal mit, oder? Sonst irgendwas hier? Nee. Das war der Verkaufsautomat. Können wir irgendwelche Metallteile mitnehmen? Nein? Okay. Da vorne liegt noch was. Also man kann anscheinend nicht alles scannen. Naja. Ich brauche so einen Blasenfisch. Ich muss mir Wasser filtern. Habe ich noch eine Flasche? Ich glaube nicht. Nee, kein Wasser. Okay. Aha. Hier scheint es also Höhlensysteme zu geben. Und eine große Artenvielfalt, das ist ja schon mal schön. Vielleicht lernen wir ja was Neues kennen. Komischerweise sehen diese Wrackteile immer alle gleich aus. Oh, da ist das zweite. Ey, spreng mich doch nicht hoch, ey. Lass mich!
Oh Mann. Wo ist das Schiff? Ich sehe es nicht mehr. Aha. Komisch. Von unten sieht man es nicht. Hier sind ein paar größere Wrackteile. Kann ich da rein? Flüssigkeitsaufnahme. Ach, dieses Spiel, ne? Ein ganzer Ozean voller Wasser und ich kann es nicht trinken. Wo sind diese verdammten Blasenfische, wenn man welche braucht? Und man kann an Land laufen. Cool, wusste ich gar nicht. Metallschrotz. Ach, ich gehe jetzt gleich drauf, Leute. Komm, wir scannen das noch wenigstens. Und da bin ich tot. Okay. Dann habe ich wenigstens die Sachen noch. Teilweise. Gut, dann schmeiße ich die mal hier in die Kiste. Und dann gucken wir erstmal nach was zu essen. Und zu trinken. Moment, war da was? Ah, wir haben hier noch Wasser. Wir nehmen das Wasser mal mit. Was ist das? Ach, der Feuerlöscher. Okay. Kommt her, ihr Fische. Ich brauche Essen. Und ich will dich scannen. Du Glubscher. Okay. Da sind Blasenfische. Komm her. Oh, ich bin so schlecht da drin. Aha, endlich. Ja, Oxygen. Ach, wer will diese Pilze immer haben? Ich brauche diese Pilze nicht.
Jetzt machen wir uns erstmal ordentlich Nahrung und dann versuchen wir mal auf ein neues. Macht ja erstmal Wasser. Gefiltertes Wasser. Und dann versuchen wir mal auf ein neues da hinzukommen zu dem Wrack. Damit wir mal ein bisschen technischen Fortschritt machen hier. Kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit ja, rumdümpeln. Ich kann noch was bauen. Ausrüstung. Leitung. Tauchflasche habe ich. Elektronik. Ja, kann ich im Moment noch nichts mit anfangen. Okay. Wir haben Essen und Trinken genug. Auf Richtung Wrack. Okay, was haben wir denn hier? Metallschrott. Geht's hier rein? Anscheinend nicht. Was ist jetzt los? Oh. Warum ist es denn jetzt wieder nachts? Ist doch scheiße. Also hier kann ich auf jeden Fall nicht rein. Oh, eine Menge Quarz scheint es hier zu geben. Ah, oh, eine Batterie. Sehr gut. Ich werde einmal um das komplette Schiff herumschwimmen. Gucken, dass wir auch nichts verpassen. Schade. Ich dachte, man kann echt irgendwo rein, um ein paar neue Techniksachen irgendwie freizuschalten. Inventar ist voll, okay. Randvoll. Oh, man hat echt wenig Platz in dem Spiel hier. Kann ich den jetzt nicht hier zerkleinern? Nee, ne? Okay. Ich glaube, wir bringen mal die Sachen, die wir haben, nach Hause. Das lohnt sich sonst hier nicht, weil ich ja gar nichts einsammeln kann. Okay, verarbeiten erstmal das, was wir haben. Ressourcen. Titan können wir jetzt jede Menge machen. So. Titanwaren auch. Okay, was haben wir noch? Glas. Kann ich daraus schon was herstellen? Batterie. Kabelsatz. Geräte. Wasserdichte Behälter. Ja, davon habe ich ja draußen ein paar rumschwimmen. Soll ich Titanbarren machen? Ich weiß nicht. Was ist eigentlich mit diesem Teil, was ich eben gefunden habe? Kann ich das hier irgendwo festmachen? Ja. Irgendwo? Nein.
Wofür haben wir das? Oha. Okay, so. Ach krass, die Sachen sind wieder da. Warum? Wo kommen die her? Eben war doch noch alles leer. Krass. Okay, dann tun wir mal das Kupfer weg und das Glas. Silbererz. Batterie ist leer. Das kann auch weg. Das können wir mal essen. Trinken auch richtig. So. Du kannst auch weg. Du kannst eigentlich auch weg, aber ich habe ja keinen Platz mehr. Okay, dann werde ich wohl doch noch ein paar Behälter craften, wenn die jetzt doch nicht leer sind. Das Spiel wollte mich wohl nur verarschen. Tauchflasche. Schwimmende Luftpumpe. Jetzt machen wir einfach mal so eine. Und Leitung. Gucken wir mal, was man damit machen kann. Da machen wir auch mal welche von. Ich weiß gar nicht, wie viel Titan ich insgesamt habe. Jetzt gleich wahrscheinlich nichts mehr. Okay, das ist schon einiges. Das war's. Dann tun wir doch mal ein paar Behälter hier verteilen. So. So, weg. Da machen wir einen extra für Titan. Guck mal. Du kommst hier rein. Und mit dem Rest versuchen wir jetzt mal, was man damit anfangen kann. Also, das ist auf der 1. Kann ich das jetzt hier platzieren oder was kann ich damit machen? Geht ja doch. Okay. Dann. Und da kann ich dann Luft holen, oder? Wie sieht das aus? Ja. Ja, cool. Ja, cool. Komm her. Dann nehme ich das wohl erstmal mit. Dann werde ich das benutzen, um in eine tiefere Höhle reinzukommen. Ich hatte doch eben so einen Graben gesehen. War das hier? Wow, was ist das? Okay, das scheint mir nicht gut zu tun. Lass mich weg. Kann ich unter Wasser brennen oder was? Ist das kochendes Wasser? Was?
Was ist das? Rettungskapsel 3. Aha. Okay. Ja, machen wir mal unser Inventar leer. Obwohl, ne, das ist ja... Ne, das nehme ich mit. Und dann schwimmen wir mal zur Rettungskapsel 3. Okay. Ah, das ist ja genauso ein Ding wie meins. Ein Live-Pod. Und? Lebt hier noch jemand? Ach, lass mich rein. Was ist ein PDA? Okay. Oh, ich habe einen USB-Stick gefunden. Und den Kompass habe ich freigeschaltet. Gucken wir mal. Ja, ja, Fisch, bla bla. Kompass. Kupferdraht und Kabelsatz. Ah, hier sehe ich auch, wo ich schon Teile von gefunden habe. Okay. Okay, da kann ich Teile kaputt machen, die ich nicht mehr brauche. Sehr schön. Okay. War das alles? Moment, ist das das gleiche Schiff? Ja, scheint so. Was willst du denn? Geh mal weg. Da hast du, Freundchen. Okay, hier liegt noch was. Segleiterfragment. Ey, da bist du ja schon wieder. Hast noch nicht genug? Okay, sonst scheint hier aber nichts zu sein. Ich gucke mich noch mal drin ein bisschen um. Nee. Oh, der Fisch kommt wieder. Schrei mich doch nicht so an. Okay, ich dachte, der würde mir länger folgen. Okay, wieder ab zurück. Okay. Was gibt es denn Neues? Kompass. Kupferdraht und Kabelsatz. Kabelsatz brauche ich zweimal Silbererz und Kupferdraht zweimal Kupfererz. Das hatte ich doch eben alles, oder? Ne. Da ist nichts drin. Da tun wir euch mal rein. Aber da ist auch immer so wenig Platz in den Dingern. Das ist doch nicht normal. Einmal Kupfererz, zweimal Silbererz. Habe ich irgendwo noch ein Kupfererz? Komm schon. Enttäusch mich nicht.
nicht so aus. Was habe ich hier noch? Quarz. 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 Ach, so ein Kram, ey. Okay. Kalorienaufnahme, ja komm. Dann kochen wir mal den Blasenfisch. Ich wollte ihn eigentlich Wasser machen, aber ich brauche Kalorien. Ein Kabelsatz, zack. Ah, hier ist noch ein Kupfererz. Okay. Dann machen wir jetzt noch schnell den Kupferdraht. So. Und jetzt können wir, zack, den Kompass machen. Cool. Ah, okay. Der verbraucht nicht mal meinen Inventarplatz. Zeigt die Himmelsrichtung im Sichtfeld an. Hier erstmal. Ach so, da oben habe ich jetzt einen Kompass. Okay. Dann sind wir jetzt gerüstet für die Zukunft. Oh Mann. Aurora. So Leute, genug Tiefsee für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und lasst mir gerne einen Kommentar oder Like da, wenn das so ist. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis demnächst. Ciao.